Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ja, ich starte ein neues Projekt auf meinem Kanal. Ich habe ja viele Projekte, die momentan laufen, aber ich starte direkt noch eins, denn ich bin momentan im Mario Kart Wii Fieber und ich würde ziemlich gerne auch ein Projekt machen, welches ich Mario Kart Wii widme. Und zwar klaue ich jetzt einfach mal zwei größeren Mario Kart Wii YouTubern das Projekt. Sowohl KevinVG207 als auch T-Doppel-D ist halt auch geil. TWD98. Ja, haben beide das Projekt gemacht und zwar Road to 9999 VR. Das ist ein Projekt, bei dem man versucht, 9999 Punkte im Online-Race-Modus zu bekommen und das kann sehr, sehr viele Folgen beinhalten. Ich glaube, Kevin ist momentan irgendwie bei Part 49 oder so und sitzt irgendwie auf 8700 Punkten oder so. Es ist verdammt schwer. Das könnte ein richtig langes Projekt werden und das kommt relativ unregelmäßig, denn ich mache ja währenddessen auch noch ein Pokémon-Projekt. Ich muss mal schauen, wie ich das Ganze reinrutschen lasse. Vielleicht bringe ich das nur am Wochenende. Vielleicht mache ich das aber auch so, dass ich mal wieder zwei Videos am Tag hochlade. Das kann auch passieren. Und ja, ich habe das Ganze ein bisschen, ja, ich muss sagen, geklaut. Das war halt alles die Widmung von den beiden YouTubern. Die sind auch beide natürlich in der Beschreibung verlinkt und auch zu deren ersten Part zu 9999 VR. Und damit ihr euch da nochmal ja, das Ganze dort bei denen anschauen könnt. Ich habe dafür ein neues Profil erstellt. Ich kann euch das ja mal ganz schnell zeigen, damit ich halt so gesehen komplett fresh in diese Serie starte. Das neue Profil ist wirklich unbeschriebenes Blatt. The Sane TV, ich habe ein Mii vorhin erstellt, dass dann alles funktioniert. Die Rekorde, ich zeige euch das mal ganz schnell. Nichts, ja. Gefahrene Mario Kart Wii Kilometer 0, Rennen 0, Wettkämpfe 0. Ihr wisst, ihr seht es alles 0. Und ich möchte das so machen, dass ich dann vielleicht so, weiß ich nicht, in allen 10 Parts oder so vielleicht mal kurz reinschaue und mit euch anschaue, wie sich das Ganze so verändert hat. Und ja, damit würde ich sagen, würde ich euch willkommen heißen zu einem neuen Projekt. Dem Road to 9999 VR. Und ich glaube, in der deutschen Szene gibt es das momentan auch gar nicht mehr. Deswegen ist das, denke ich mal, auch ganz cool für die deutschen Mario Kart Wii-Fans. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich in einem Rennen bin. Wir haben eine Lobby aus zwei Leuten gefunden. Wuhu! Hat jetzt ein bisschen gedauert tatsächlich. Und zwei Leute ist jetzt nicht allzu viel. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, in 1 gegen 1 zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Aber der Typ hat auch nur 5000 Punkte. Hey, schau mal einer an. Und ich würde sagen, ich nehme die Strecke, die ich momentan irgendwie am besten kann. Und zwar Subspace Factory. Frag mich nicht, wieso ich das gut kann. Er will CTR Cortex Castle machen. Okay, da hat Troy schon mal ein... ja, okay, das kommt auch dran. Da hat Troy schon mal ein Video zugemacht zu der Strecke. Und zwar, wie er versucht hat, die im Zeitfahren zu üben. Oh, ich bin sehr gespannt, ob ich das hinbekommen werde. Bin ja nicht der Beste im Mario Kart Wii. Ich habe ja nur bei der Shortcut Challenge aber zwischendurch gemacht. Das waren ja auch die ganzen alten Strecken. 100 CCM, also kann ich nicht den Shortcut ausprobieren, weil ich den nicht kann in 100 CCM, schlichtweg. Okay, jetzt schon mal einen Fehlstart gehabt. Das mag aber nicht allzu gut sein, weil er könnte jetzt gute Items hier irgendwie pullen. Und ich bin außerdem sehr gespannt, wie ich mich hier bei dieser, ja, bei CTR Cortex Castle schlagen werde. Weil ich, wie gesagt, ich glaube, gefahren bin ich die Strecke sehr selten. Fuck, da habe ich den Drift wohl ein bisschen verkackt. Aber ich glaube, mein Gegner scheint auch nicht der Beste zu sein. Zumindest, ja gut, der ist halt ein bisschen weiter zurückgeschlagen. Liegt vielleicht noch so ein bisschen daran, dass er halt vorhin den Start verkackt hat. Ich weiß halt nicht, wie ich mich hier schlagen werde auf dieser Strecke. Ihr seht ja auch schon vielleicht, dass es ein bisschen bessere Qualität ist hier von der Bildqualität zumindest her. Und zwar konnte mir da der liebe Dimmi sei oder Drose 0802 konnte mir ein wenig weiterhelfen. Ich mache den Shortcut ganz bestimmt nicht shroomless 100 CCM. Und zwar konnte mir da der Dimmi sei halt helfen. Der hat mir nämlich so ein bisschen geholfen, wie ich mit meinem momentanen Aufnahmeprogramm. Der macht, okay, der macht den shroomless. Ah ne, okay, der hat den verkackt, alles klar. Dimmi sei konnte mir ein bisschen helfen nämlich dabei. Grüße gehen auf jeden Fall raus an Dimmi sei, der mir nämlich da ein bisschen geholfen hat, wie ich da einfach von meinem Grabber her... Also es war halt so, man kann in Wii-Einstellungen ja umschalten an zum Beispiel so Flatscreens oder sowas. Weil der war nämlich eingestellt irgendwie auf 480i als Qualität und den konnte man bei der Wii noch umstellen auf 480p. Und da hat er mir das so ein bisschen erklärt auch, bei den alten Bildschirmen oder so wäre i besser gewesen, weil es irgendwie nicht so schnell verarbeiten könnte oder irgendwie so ein Quatsch. Ich kann das jetzt nicht mal ganz genau wiedergeben, er ist halt der Technikexperte in diesem Fall. Und dann habe ich das umgestellt auf I und ich, auf P und man sieht, denke ich mal, ganz groß den Unterschied zu den Shortcut-Challenges und zu dem, was ich jetzt hier gerade aufnehme. Das Gute ist, ich kann jetzt ein bisschen off-topic halt labern, weil der Gegner scheint halt nicht allzu gut zu sein. Nee, das, die Shortcut will ich nicht riskieren, da kommt er ja noch nah ran. Ja, und deswegen habe ich das jetzt hinbekommen, dass die Qualität hier ein bisschen besser ist.
Und ich denke mal, das wird auch für euch besser sein. Weil ich habe mir ja, als ich die Shortcut-Challenge gemacht habe, dachte ich mir so, irgendwie, das ist von der Qualität her so schrecklich. Da dachte ich mir, das kannst du ja irgendwie nicht bringen. Gut, die Tonqualität konnte ich ja verbessern, weil ich habe jetzt einen Weg halt herausgefunden, wie ich gut hier mein Standmikrofon hier aufbauen kann, sodass ihr mich hören könnt und dass es für mich keine Probleme gibt. Das haben wir ja hinbekommen, oder das habe ich besser gesagt hinbekommen, das war ja kein Problem. Ich dachte nur, dass ich das wegen meinem 10-Euro-Aufnahmesystem, und das ist Cash, das ja echt nur 10 Euro kostet, außer gut, meine Avamedia hat halt seine 220 Euro kostet, aber der Anschluss, wie man von AVR auf HDMI umschalten kann, das hat halt irgendwie nur 10 Euro gekostet. Und da dachte ich mir so, okay, die Qualität kannst du davon eh nicht verbessern, weil es halt nur so 10-Euro-Teil halt ist, muss ich halt damit leben. Aber Divisa hat es tatsächlich hinbekommen für mich, das so umzustellen, weil ich davon echt keine Ahnung hatte, dass es geht bei der Wii, dass man das umstellen kann. Ich kann mich daran erinnern, dass er mir das irgendwann mal gesagt hat, aber ich glaube, ich habe mich einfach nicht dran gehalten. Naja, ich würde sagen, das war ein relativ einfaches erstes Rennen. Naja gut, da hat er wohl nicht so viel Gegenwehr geleistet. Mich würde mal interessieren, wie viele VR-Punkte ich jetzt bekomme. 13. Ja gut, er hat ja auch nur 5000 halt eben gehabt. Oh, am nächsten Spiel nehmen 6 Teilnehmer teil. Das gefällt mir doch. Das macht Bock. Da habe ich jetzt schon Lust drauf. 6 Leute. Mushroom Island soll es also sein. Wir haben eine sehr starke Gruppe. Ich habe gesehen, da waren, glaube ich, 2 mit über 9000 VR schon. Und wenn ich über einen dieser beiden komme... Oh, 100 CCM. Oh nein, ich glaube, oh Gott, die Strecke wird doch so schrecklich bei 100. Wenn ich es schaffe, über einen zu kommen, der 9000 hat, kriege ich einen so krassen VR-Boost. Das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, solange wie das hier gerade zum Laden braucht, werde ich höchstwahrscheinlich einen Lag-Start bekommen. Oder ich werde rausfliegen. Nee, ich glaube, das wird ein Lag-Start. Oder? Nee, tatsächlich nicht. Jeder musste so lange warten. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Strecke hier spiele in 100. Normalerweise würde ich nicht hier lang fahren, sondern halt da, wo Fatality oder ja, die zwei Funky Kongs auf der Strecke da gerade. Hier, Fatality und den ZPL-Mann, gegen den wir auch vorhin gespielt haben. Normalerweise würde ich da lang fahren. Ne, der macht den Ultra oder was? Sprich den mal an, Funky Kong da. Oh ne, der ist runtergefallen. Alter, was zur Hölle, Mann, gib bei dem. Na gut, ich bin Fünfter. Komm, ich kürze jetzt die ganzen Mushroom-Pads hier ab. LOL, was mach ich denn? Was ist das denn? Wie habe ich mich denn auf einmal in der Luft gedreht? Ich habe nichts gedrückt. Oh mein Gott. Das wird schrecklich. Das wird schrecklich. Ich meine, wir sind 6 Leute. Ich habe auch nur knapp 5000 VR. Das heißt, selbst wenn ich hier verkacken sollte, so viel VR kriege ich auch gar nicht abgezogen. Der Stern kann passieren. Der Blitz kann passieren. Also, mache ich jetzt mal lieber jetzt schon den Stern. Okay, oder auch nicht. Schade eigentlich. Aber sei es drum. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie ich das hier fahren soll. Normalerweise würde ich halt rechts auch wirklich lang fahren. Aber ich traue mich das nicht bei 100 CCM. Ich weiß nicht, ob ich da genau dieselben Erfolgschancen haben werde, wenn ich das versuche. Und ich möchte auch nicht den Cut hier versuchen, glaube ich. Das ist mir alles zu blöd. Nein! Ach, ich dachte, ich könnte da weiter zur Seite abkürzen. Ja, ihr seht schon, ich bin sehr geübt in Custom Tracks auf jeden Fall. Wenigstens nicht letzter. Und wir sind eine Gruppe voll mit Funky Kongs. Was natürlich auch sehr interessant ist. Ganze Tryharder heute unterwegs anscheinend. Ja, goldener Mushroom. Ja, toll, auf dieser Strecke. Aber jetzt kann ich vielleicht auch versuchen, rechts lang zu fahren. Außer jetzt kommt der Blitz oder irgendwie so. Wehe, jetzt kommt gleich der Blitz, während ich das hier gerade versuche. Ne, das ist unmöglich. Ich weiß nicht, ob ich das genauso machen kann, 150, wie bei 150. Ja, ich hab's versucht und ich hab kläglich versagt. Das war, jetzt bin ich sogar letzter. Ah, scheiße, da wollte ich den... Ich nehme auf jeden Fall hier ein Item mit. Ne! Nein, wieso denn goldener Mushroom? Was soll ich denn mit dem auf dieser Strecke, Mann? Ja, jetzt einfach Spam, bis du geht nicht mehr. Der eine ist gleich schon im Ziel, Mann. Ja, der bringt mir halt nichts. Bei meiner Fahrweise halt sowieso nicht. Ich muss halt sowieso dieses Projekt vielleicht noch ein bisschen dafür nutzen, um besser im Custom Checks an sich zu werden. Ja, das war peinlich. Vorletzter. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin so oft runtergefallen. Ja gut, dass ich da minus 5 VR bekomme, ist irgendwie klar. Fatality erster, voraussichtlich 8 Spieler im nächsten Rennen, ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich vorhin beim letzten Rennen rausgeflogen wegen des Internetfehlers.
Jetzt habe ich irgendwie unter 5000 VR nur noch, weil ich rausgeflogen bin. Und ich glaube, ich bin wieder in derselben Lobby gelandet, wenn mich hier alles täuscht. Da fährt jemand mit dem Spear. What the fuck, Alter? Okay, wenn er es machen möchte. Wir fahren jetzt Toad's Raceway. Sollte eine relativ einfache Strecke sein, also wird das wahrscheinlich so eine... Nein! Ich will nicht Erster sein. Das Problem ist immer, wenn man... Also ich muss sowieso noch nicht Erster sein, weil ich... Ach, da war schon die Abkürzung. Fuck. Ich habe nämlich gerade überlegt, ob ich die Abkürzung fahren möchte. Also es gibt hier so einen kleinen Glitch, wo man da so mit dem Pilz rüberfliegen kann. Das ist, was gerade irgendwie ganz viele gemacht haben. Ich war mir jetzt noch nicht sicher, ob das schon da war. Weil ich halt, naja, ich habe diesen Glitch noch nie gemacht. Ich habe den halt immer nur bei anderen gesehen. Sag mir nicht, oh nein. Pull mir schnell was. Hilfe, nein, ich hatte 3. Ja, jetzt. Oh, du machst mich nicht kaputt. Nein, jetzt habe ich den Boost nicht gekriegt. Fuck, Mann. Noch, auch noch Blitz hinterher. Womit habe ich das denn verdient? Ich bin vorhin rausgeflogen aus eurer Lobby, Mann. Jetzt habe ich auch keinen Pilz, um da irgendwie diesen Shortcut zu machen. Oh, wei. Gib mir einfach Bullet Bill oder so. Oder ein Stern geht natürlich auch. Junge, 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 Junge. Oh, das war der mit dem Spear, glaube ich. Boom, meine lieben Freunde. Wobei, hätte ich mir auch aufsparen müssen, ne? Fuck, jetzt gehe ich nämlich Erster. Das will ich nämlich nicht sein. Erster möchte aus dem Grund nicht sein, weil... Oh Gott, der hat doch noch 3 Brote. Nee, sorry, Alter, aber dich lasse ich auch vor. Ich muss nicht Erster werden. Ich bin unter 5000 VR. Ich muss nicht Erster werden, um richtig gut VR zu bekommen. Es würde mir absolut reichen... Oh Gott. Oh Gott, schubst mich nicht in die Bananen. Es würde mich absolut reichen, wenn ich zum Beispiel... Nein! Dritter werde! Bitte nicht! Nein, er willibumpt mich! Nein, das gibt's nicht! Das gibt es nicht! Ich krieg trotzdem Plus, oder? Ich bin noch unter 5000 VR, hallo? Ja, plus 68. Oh, ich bin wieder über 5000. Krass, scheiße. Oh mein Gott, Alter. Das gibt es doch echt nicht. Der Wheelie bumpt mich da kurz vorm Ende, weißt du? Ach, Mann, man kann auch Pech haben im Leben. Six King Labyrinth ist die letzte Strecke hier in dem Video. Und es ist eine Strecke, die... Ja, habe ich schon so meine ein oder andere Erfahrung mit gemacht auf jeden Fall, aber auch 100 CCM, Mann. Wieso kann Mr. Bean das nicht so einstellen, dass man hier nur 150 bekommt oder und Spiegel halt? 100 ist so ermüdend und langweilig, aber egal. Gut, dann müssen wir uns damit jetzt auseinandersetzen. Immer noch die richtig krasse Runde hier mit Leuten, die einen immer wieder durch die Gegend schubsen. Und wer es noch nicht wusste, Mario Kart, ich habe die Wand da nicht gesehen, Mann, weil es so verdammt dunkel war. In Mario Kart ist das so. Online sind die Spieler schwerer als man selber. Das gilt für jeden, der hier ist. Das ist richtig komisch, finde ich. Aber naja, so ist das Leben hier gerade. Vor allem, ich war gerade kurz Erster. Das ist nämlich Six King Labyrinth auch ein bisschen gefährlich. Weil dann kann... Naja, so ein blauer Panzer kann sich dann manchmal denken, oh wie, du bist Erster? Alles klar, dann mache ich dich wohl fertig. Obwohl du gar nicht Erster bist, weil du eigentlich von Six King Labyrinth dann einfach nur gefickt wirst. Aber egal. Oh Gott. Oh nein, ich habe nach hinten geguckt. Ja, 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 nein, der hat mir den Pilz weggenommen. Das gibt's doch nicht. Nein, jetzt krieg ich nicht mal den Start. Ich weiß, dass es hier irgendwie eine richtig coole Abkürzung gibt, dass man da irgendwie mit den Kanonen dann durch die Gegend fliegt, aber ich wüsste da jetzt auch nicht so genau, wo die ist. Wo die Abkürzung da hier ist. Und an sich merkt man, dass ich ein sehr guter Profi bin, wenn es darum geht, Custom Tracks zu fahren, Kappa. Aber ich denke mal, das wird sich so, ne, während der Serie wahrscheinlich widerspiegeln können. Ich denke mal, während der Serie wird man das dann immer mehr merken, wie ich mich dann immer mehr verbessere, weil ich dann die Strecken auch an sich kenne. Also kann ich mir vorstellen, dass man dann so einen kleinen Aufwärtstrend dann erkennen kann. Haben wir ihn ja, ich denke mal, genervt haben wir ihn damit auch. Pilz hätten wir damit bekommen, toll. Nein, natürlich. Das macht doch kein Mensch. Welcher... Ach, wer kommt denn auf diese Idee, mir da den Pilz wegzunehmen? Jetzt hat hier jeder auch noch... mir da die Itembox wegzunehmen. Jetzt hat jeder hier irgendwie ein Item, was die irgendwie voll nach vorne buxiert. Und dann komme ich mit nichts. Mann, jetzt kriege ich hier nicht mal ein Item. Oh Gott im Himmel. Nein, das habe ich nicht gesehen. Gib.
übliche Six Labyrinth da. Nein! Ich bin absolut Umweg gefahren. Wobei, nee, das war gar nicht mal so schlecht. Ich dachte nämlich, dass das hier schon richtig war, aber dann habe ich gesehen, dass andere woanders hingefahren sind, deswegen da war ich gerade sehr unsicher. Zweiter kann ich auch ruhig bleiben, beziehungsweise sehr gut, laut der Map bin ich ja wieso bin ich auf einmal Dritter, woher kommt der Typ vor mir? Machen da Leute die Abkürzung? Tatsächlich, ich sehe es gerade auf der Karte, manche Leute machen hier die Abkürzung. Wofür? Habt ihr gerade die blaue gesehen? Die fliegt hier Wege, ey, das ist genau das, was ich meinte, wenn du Erster bist, irgendwo weiter weg oder irgendwie so, obwohl du ja gar nicht Erster bist, nur weil die Strecke das halt dir irgendwie sagt, ja, dann kann es mal gut passieren, dass der blaue Panzer auf einmal so, weiß ich nicht, boah, du bammst mich da nicht runter. Nein, hör auf! Wieso? Ich? Ja! Ja! Jawohl! Oh, ich glaube, ich bin noch Dritter, oder es war halt ein Lag, keine Ahnung, muss ich mal schauen. Und? Was ist es geworden? Was ist es geworden? Komm schon. Kann man irgendwie zwei Leute noch irgendwie durch die Zielgerade fahren? Bin gerade sehr gespannt, weil es gibt immer so diese Lag-Momente, wo man dann trotzdem noch Vierter geworden ist oder so, weil auf dem Bildschirm des anderen ist er Dritter geworden. Ich bin Dritter geworden! 177 Punkte, wir sitzen auch bei 5215 und ja, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss, Kostinkowski und bye bye, bis zum nächsten Mal.